Update von meinem Schwarzflügeldeck hat sich sehr viel geändert. Und ja, also warum ich dieses Video jetzt aufnehme, ist einfach der Grund, weil viele Leute sagen, dass Schwarzflügel zu nichts mehr taugen, aber finde, das ist bestimmt nicht, vor allem da die neuen Booster auch einige Schwarzflügel mitgebracht haben. Gut, also fangen wir an. Gut. Erstmal die Monster. Ein Spirit Reaper zur Defensive. Ein Sangin, um sich die Monster rauszusuchen. Ein Verwandlungskrug, um zu ziehen. Marshmallow ebenfalls für die Defensive. Ein Jäger im Hinterhalt und ein Armageddon-Ritter. Die brauche ich für zwei bestimmte Schwarzflügel im Deck, und zwar Boeras und Hillen. Die nutzen wir im Friedhof nämlich viel mehr als auf dem Feld oder auf der Hand. Aber da die 0 ATK und 1300 haben, kann ich die auch ganz einfach mit Shura beschwören. Von daher wird es ziemlich leicht sein, die aufs Feld zu kriegen. Einmal Gale. Kalut. Sirocco. Bö. Lizard, hoher Norden. Zweimal im Deck. Ja, gute Karte zum Recycle, sage ich mal so. Shura. Und Bora dreimal sind sehr wichtig im Deck, vor allem da ich gerne die Kombi mit Koji mache. Und zwar Stufe 4 haben alle drei Karten, also alle drei Monster. Zum Beispiel ist Koji auf dem Feld, kann man Bora spezial beschwören und eine Synchro machen. Stufe 8 oder eine Exceed, Rang 4. Oder wird Shura beschworen, kann man Koji spezial beschwören, wenn Shuras Effekt eintritt, und dann eine Synchro machen. Koji kann zwar nicht für eine Synchro-Beschwörung verwendet werden, wenn er spezial beschworen wurde, aber da Shura den Effekt annulliert, ist es eigentlich vollkommen egal und man kann ruhig eine Synchro-Beschwörung zu einem Stufe 8 Monster machen. Das ist eine recht gute Strategie. So, die Zauber. Allure of Darkness zum Ziehen. Topf der Trägheit, ebenfalls zum Ziehen. Karten für schwarze Federn, auch zum Ziehen. Finsterer Ausbruch und Gegenwind sind die Karten, um meine Schwarzflügel auf die Hand zu holen. Schwarzer Wirbelwind, um sich das passende auszusuchen. Monster Reborn. Ein Aufschlagen. Da mein Gegner wahrscheinlich Karten wie Spirit Reaper oder auch Marshmallow im Deck haben wird, ist einmal Aufschlagen drinne, um diese halt zu zerstören. Oder halt, wenn er ein starkes Monster hat, was ich gerade nicht kaputt kriegen kann. Schwarzes Loch. Deswegen ist Aufschlagen auch einmal drin, weil ich auch ein schwarzes Loch drin habe. Und mein Gegner zum Beispiel nur ein Monster auf dem Feld, würde es sich nicht lohnen, ein schwarzes Loch zu aktivieren. Deswegen lieber mal einen Aufschlag einsetzen. Schwerter. Heavy Storm. MST. Zweimal. So. Dann jetzt meine Feindkarten. Zweimal Delta Krähe zum Zerstören der verdeckten Karten eines Gegners, also die Zauber- und Feindkarten. Eine Nova Force, ganz klar, Top-Karte. Ein Tribut. Dreimal Zwangsevakuierungsgerät. Das ist sehr wichtig, sollte unbedingt dreimal drin sein, um sich gegen Sternschrittdrache oder vielleicht auch Sternstundenrache oder auch Kettestor entgegenzusetzen, also damit man was machen kann. Deine Sternstoffdrache würde alle anderen Karten annullieren, die zerstören würden. Und ja, da kann man es mit dieser Karte einfach leicht ins Extra-Deck schicken, ohne dass Sternstoffdrache irgendwas dagegen machen kann. Einmal Icarus. Strafe zum Sternlicht. Zum Schutz meiner verdeckten Karten, da ich auch recht viele Feindkarten habe, wie Spielkraft und so, die auch geschützt werden müssen, deswegen auch eine Strafe zum Sternlicht. Und magische Zylinder. Einmal. Das ist oft immer so, dass mein Gegner am Ende immer noch ein paar Lebenspunkte hat und dass ich einfach nicht, diese nicht einfach auf Null kriegen kann. Deswegen auch magische Zylinder. So, mein Extra-Deck. Fangen wir an. Schwarzgefügelter Drache, ganz klar, muss einfach drin sein, schützt mich auch von Effektschäden. Affenmeister, Rüstungsmeister, Akzident. Das waren jetzt mal die Schwarzflügel-Synchromonster.
Schrotterz-Unterweltler hat keinen Effekt, aber dafür eine schöne ATK 2-7 und eine Stufe 7 Monster. Also, falls ich mal Black Rose-Drache nicht brauche, einfach mal Schrotterz-Unterweltler rufen. Ist so ähnlich wie Gaia, nur ein bisschen stärker und eine Stufe höher. Ein Rotdrachen-Erz-Unterweltler, um die Defensive meines Gegners kaputt zu kriegen. Ancient Fairy für meine Verteidigung. Power Tool Dragon, den habe ich einfach nur drin, weil es ein Stufe 7 Monster ist. Und wenn mein Schrotterz-Unterweltler schon verbraucht ist, brauche ich noch eine andere Karte aus der Black Wolf, von daher Werkzeugdrache. Ein Black Wolf benutze ich nicht nur so einfach so aus Spaß im Deck, also einfach so beschwören, sondern nur wenn das Feld voll ist und wirklich alles dem Gegner gehört, einfach mal alles kaputt machen mit schwarzer Rosendrache. Einmal Tree Schüler, Dragon of Ice Barrier. Ist eine geile Karte, schwer zu beschwören, aber eigentlich, wie soll ich sagen, ja, schwer zu beschwören, hat aber einen guten Effekt. Ja, ein Monster, also eine Karte vom Spielfeld eines Gegners aus dem Spiel entfernen, dann aus der Hand, dann aus dem Friedhof. Also kann sehr hilfreich sein, vor allem wenn der Gegner Sternschrittdrache hat, nur noch eine Karte auf der Hand oder vielleicht noch eine Todeswache im Friedhof, also von daher. Zwei Stardust. Ja, eine für Strafe zum Sternlicht und die andere. Ist ganz hilfreich für meine Synchro-Beschwörung mit Bora und Koji oder auch Shura und Koji. Die Exceed-Monster sind hier Utopia. Ja, Utopia, Rang 4 Monster, sehr gut. Auf Zen-Meister, ebenfalls Rang 4, stärkt seinen ATK durch jedes Exceed-Material-Monster, das ich entferne, und noch den Leviathan-Dragon. Rang 3. Eigentlich nur gut, wenn ich Marshmallow und Spirit Reaper habe. Gale ist mir einfach zu schade dafür. Gale benutze ich lieber für die Synchros. So, das war mein Extra-Deck. Dann noch eine Karte, die ich unbedingt noch brauche, und zwar ist es der Schrottdrache. Wenn irgendjemand Schrottdrache hat und den nicht mehr braucht und getauscht, ja, wäre nett, wenn ihr mir Bescheid sagt. Ich hätte Interesse am Schrottdrachen. Bitte melden. Gut, und danke fürs Zugucken und ciao.